Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Salafisten fielen dieses Frühjahr vor allem auf durch Prügeleien mit der Polizei oder das Verteilen des Koran, dessen wörtliche Auslegung sie über das Grundgesetz stellen. Heute bekamen sie Besuch von den Gesetzeshütern. Über 800 Polizisten stürmten in 7 Bundesländern gleichzeitig Wohnungen und Vereinsräume von Salafisten. Ein Verein wurde heute gleich verboten, und zwar in Solingen. Von dort berichtet Juliane Fliegenschmidt. Sie nahmen alles mit: Kameras, Computer, Akten. Razzien in ganz Deutschland. Der salafistische Verein Milato Ibrahim in Solingen wird verboten. Der Vorwurf: Die Salafisten wollen den deutschen Rechtsstaat abschaffen, einen Gottesstaat errichten. Außerdem kursieren im Internet Videos wie dieses, das Interview eines kritischen Journalisten, das von Salafisten manipuliert, zur Morddrohung wird. Gerade wenn man sich anschaut, die Umtriebe der verbotenen Organisation in Solingen, dann stellt man fest, dass hier in aggressiver Weise Hass und Gewalt gepredigt wird. Hass und Gewalt, deshalb gab es auch in Solingen große Sorgen wegen der Salafisten. Die Integrationsbeauftragte Anne Wehkamp bringt seit Jahren Muslime und Christen zusammen. Dass der salafistische Verein, der nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt das Gegenteil versuchte, seit heute verboten ist, hilft ihr bei ihrer Arbeit. Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht, gerade um die jungen Menschen, die von solchen Ideologien angesprochen werden. Für uns ist dieses Verbot nun ein gutes Zeichen, weil wir denken, dass eine weitere Ansprache von Jugendlichen dadurch eben unterbunden wird. Ins Rampenlicht waren die gewaltbereiten Salafisten im Mai bei einer Demonstration in Bonn geraten, bei der 2 Polizisten schwer verletzt wurden. Wir haben der salafistischen Szene einen schweren Schlag versetzt. Wir haben weitere Erkenntnisse für möglicherweise weitere Verbotsverfahren gewonnen. Die Behörden gehen von rund 4000 Salafisten in Deutschland aus. Sie stehen weiterhin unter verschärfter Beobachtung. Deutschland hat ja schon eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Man könnte also annehmen, dass hier die Zustimmung zu einer Art Schuldenbremse auf europäischer Ebene problemlos verabschiedet würde. Aber beim Fiskalpakt geht es in Berlin zu wie manchmal im Fußball. Es gibt viele starke Einzelspieler und wenig Teamgeist. Die Bundesländer zum Beispiel, die denken an die vielen von Berlin verordneten Wohltaten wie den Kita-Ausbau, die aber die Kommunen bezahlen und sich dafür verschulden müssen. Schulden, für die die Länder haften. Ihre Forderung nun: Der Bund soll solche Altschulden erstmal übernehmen. Christiane Meyer. Die Kanzlerin kennt ihn gut aus den Zeiten der Bankenkrise. Der frisch gewählte Kieler Regierungschef Thorsten Albig, einst Sprecher von Finanzminister Steinbrück, jetzt Vorsitzender der Ministerpräsidentenrunde. Ihn und die anderen Länderchefs muss Merkel mit ins Team holen, sonst scheitert der Endspurt um die Abstimmung von Rettungsschirm und Fiskalpakt. Es geht, wie immer, ums Geld. Es ging darum, dass zusätzliche Belastungen vermieden werden sollen, das heißt, die Risiken entsprechend auch mindestens geteilt werden. Die Welt blicke auf Deutschland, mahnte Merkel schon am Morgen in ihrer Regierungserklärung zum G20-Gipfel. Zugleich warnte sie vor zu hohen Erwartungen. Alle Mittel, alle Maßnahmen, alle Pakete wären am Ende Schall und Rauch, wenn klar werden sollte, dass sie über Deutschlands Kräfte gehen. Grüne und SPD hat sie schon auf Linie gebracht. Sie werden dem Fiskalpakt und dem Rettungsschirm wohl zustimmen. Vorausgesetzt, man einigt sich auf eine Finanztransaktionssteuer. Das ist der SPD wichtig. Für alle in Europa steht jetzt in dieser Krise wieder fast alles auf dem Spiel, meine Damen und Herren. Nur auf den Finanzmärkten geht's weiter wie gehabt. Wenn in Ihrem Team am Ende 2/3 aller Abgeordneten spielen, ist zumindest diese Runde gewonnen. Dramatische Entwicklung in Ägypten. Das Verfassungsgericht erklärte heute die Parlamentswahl für ungültig und löste das Parlament auf. Und das kurz vor der letzten Runde der Präsidentschaftswahl am Wochenende. Man muss sich also klar machen, Ägypten hat jetzt weder eine Verfassung noch ein Parlament, noch einen Präsidenten. Das Militär trifft alle Entscheidungen. Herr Thomas Aders in Kairo, zunächst mal, wie begründet denn das Verfassungsgericht die Parlamentsauflösung? Nun, kurz und knapp, 1/3 der Sitze im Parlament waren reserviert gewesen für sogenannte unabhängige Kandidaten, also Männer und Frauen ohne Parteibuch. Aber die Parteien haben sich auch diese Sitze gekrallt und das ist verfassungswidrig, hat heute das Gericht gesagt. Und deshalb wird vermutlich bald das Parlament aufgelöst werden. Soweit die formale Begründung. Aber was heißt das denn jetzt für die Zukunft Ägyptens? Sind die Leute sauer?
Nun, ich war gerade noch auf dem Tahrirplatz unten hinter uns. Da ist es relativ ruhig, aber für morgen sind Großdemonstrationen angekündigt. Die Stimmung ist relativ aggressiv. Man spricht von Staatsstreich und von Konterrevolution. Und in der Tat muss man sehen, dass der regierende Militärrat zwei Dinge geschafft hat. Sie hat ihren Kandidaten Ahmed Shafiq gegen den massiven Widerstand in großen Teilen des Volkes durchgeboxt, muss man sagen, bis in die Stichwahl. Und außerdem, die Muslimbrüder, stets ein Dorn im Auge der Militärs, sind durch die neuen Parlamentswahlen vermutlich so, dass sie deutlich federn lassen müssen. Bei den Parlamentswahlen jetzt am 1. Juni, zwei Wochen danach, dann wird sich alles entscheiden in Ägypten. Dann will nämlich der Militärrat seine Macht abgeben. Wenn er das nicht tut, dann droht neue Gewalt am Nil. Es bleibt spannend, Tom. Tja, ungewöhnliche Zeiten. Danke, Thomas Ahlers in Kairo. Und jetzt weitere Kurznachrichten mit Jan Hofer. Zu Beginn ihrer ersten Europareise seit 24 Jahren hat Myanmars Oppositionsführerin Suu Kyi dafür geworben, stärker in ihrem Land zu investieren. Es gehe darum, die demokratische Entwicklung in Myanmar zu unterstützen, sagte sie auf einer Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Am Samstag will Suu Kyi in Oslo den Friedensnobelpreis entgegennehmen, der ihr 1991 verliehen worden war. Weitere Stationen ihrer Reise sind Frankreich, Irland und Großbritannien. Das Nokia-Werk in Ulm wird Ende September geschlossen. Betroffen sind 730 Mitarbeiter. Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Sparkonzeptes, das dem Handyhersteller aus der Krise helfen soll. Im ersten Quartal hatte Nokia fast 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. Weltweit will der finnische Konzern 10.000 Stellen streichen. Nach dem ersten EM-Spiel des heutigen Tages in der Gruppe C muss Italien um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Die Mannschaft kam gegen Kroatien nicht über ein 1:1 hinaus. Italien ging zunächst durch einen Freistoßtreffer von Pirlo in Führung. Den Ausgleich für Kroatien erzielte Mandzukic in der 72. Minute. Und noch ein Satz zum Wetter. Der Freitag wird im Süden sonniger als im Norden. Insgesamt wird es aber wärmer. Tja, und damit zurück zu Matthias Oppenhövel und der zweiten Halbzeit des Spiels Spanien-Irland.